Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Schon mal vorab, ich wünsche euch einen tollen Ostersonntag mit eurer Familie. Ich hoffe, ihr habt ein tolles Wochenende gehabt. Und ja, dann starten wir auch direkt ins Video. Ich habe ein aufgebraucht Video für euch heute zum chilligen Sonntagsfeeling. Also holt euch was zu trinken, holt euch was zum Snacken und dann starten wir auch direkt. So, ich zeige euch jetzt mal die Produkte, die ich aufgebraucht habe. Und zwar habe ich das größtenteils hier in dieses Teil reingebracht. Und es sind schon einige Produkte dabei. Also so Shampoo, Duschgel, Trockenshampoo, wieder viele Kerzen und Gesichtsmasken. Und ich dachte, wir starten auch direkt mit den Gesichtsmasken. Da habe ich nämlich einmal, also vier insgesamt leer gemacht. Und da habe ich einmal die Garnier Skin Active Matcha Kaolin Maske leer gemacht. Die hat zwei Anwendungen drinnen. Also für mich sind es definitiv zwei Anwendungen, weil da ist einfach wirklich so, so viel drinnen. Und die klärt die Poren, ja, ist gegen Mitesser, gegen Pickel und deshalb mag ich die eigentlich recht gerne. Also ist mit Matcha-Tee und Tonerde. Ich muss halt sagen, die ist wirklich für Mischhaut. Also wenn ihr so ein bisschen trockene Partien dabei habt auch, dann könnt ihr die aussparen. Also bei mir war das jetzt so, dass die bei den trockenen Partien schon eher so ein bisschen, ja, nicht blöd war. Aber ich würde euch empfehlen, dass ihr euch das spart, dass ihr sie auf die trockenen Partien tut, sondern einfach nur auf die T-Zone zum Beispiel, wo ihr es wirklich nötig habt. Und dann könnt ihr vielleicht sogar die dreimal benutzen. Dann habe ich von Action die Facial Sheet Mask mit Granatapfel und Hyaluron. So sieht die aus. Die soll man 20 bis 30 Minuten oben lassen. Und die spendet Feuchtigkeit. Und ich muss sagen, die ist wirklich so, so gut. Also ich kann euch generell die von Action alles so empfehlen. Also bisher habe ich noch nie eine schlechte getestet. Danach habt ihr immer einen totalen Glow und euer Gesicht ist toll mit Feuchtigkeit gespendet und gepflegt. Und ja, deshalb kann ich euch die nur empfehlen. Die kostet auch unter 1 Euro bei Action. Dann geht es weiter mit der Face Sheet Mask mit Pearl Extrakt. Das ist auch eine koreanische Brightening und Anti-Akne. Und das ist wirklich meine liebste von Action. Also ich finde ja alle relativ gut, aber die hier ist der Hammer. Also mein Gesicht strahlt danach und die habe ich auch oft als Backup. Also ich hoffe, die geht nie aus dem Sortiment raus. Ist auch unter 1 Euro. Dann haben wir von Moi Stephanie Giesinger die Golden Hydrogel Eye Pads. Da kann ich euch gerne mal das Video verlinken. Ich habe das nämlich live in einem Haul getestet. Da haben wir einfach ein paar Produkte ausgetestet. Und ja, die war auch richtig gut eigentlich. Also diese iPads, das waren so goldene iPads, könnt ihr gerne mal vorbeischauen im Video, wenn euch das interessiert. Ich fand die wirklich gut, die spenden gut Feuchtigkeit und machen auch die Augenringe so ein bisschen weg. Wenn ihr die kühlt, ist das bestimmt noch besser. Das Problem ist nur, die sind nochmal in so einer Plastikhülle und ist nur für so Augenpads. Deshalb, ja, weiß ich nicht, ob ich mir die wieder kaufen würde, weil die gibt es auch in kleiner verpackt und vielleicht ein bisschen günstiger. Also ja, die Wirkung war gut, aber Preis-Leistung jetzt auch nicht so gut. Und ich sehe gerade Leute, die ist einfach mal hergestellt in China. Die ist zwar Vertrieb in DM, das ist ja diese Marke von Stephanie Giesinger, glaube ich, aber die ist einfach mal hergestellt in China. Okay. Dann geht es weiter mit einem Produkt von Yankee Candle und zwar Black Coconut, dieser Autoduft. Diesmal habe ich aber nicht den normalen zum Aufhängen, diesen einzelnen, sondern wirklich so ein komplettes Teil leer gemacht. Das habe ich aber jetzt schon weggehauen und mir nur noch das aufgehoben. Kostet 6 Euro, bei Notino oder bei Flaconi gibt es die und die sind richtig gut. Dann habe ich von Smile Secret eine Bambuszahnbürste wieder leer gemacht, also was heißt leer gemacht, verbraucht sozusagen. Ich habe die immer so um die 3 Monate in Benutzung. Die kosten 10 bis 15 Euro, glaube ich. Ich habe auch einen Rabattcode, da könnt ihr gerne mal unten in der Infobox schauen. Der gilt sogar, glaube ich, noch bis heute. Müsstet ihr mal schauen. Also ich glaube, 50% bekommt ihr für Ostern. Und dann kostet die einfach weniger als jetzt zum Beispiel die von Curaprox, die ich auch länger hatte. Aber das war auch keine Bambuszahnbürste, sondern so eine aus Plastik. Deshalb, ich bin komplett darauf umgestiegen. Dann kommen wir gleich zum nächsten Zahnprodukt und zwar habe ich in irgendeiner Goodiebag mal diese hier drin gehabt und ich benutze ja eigentlich nur die von Smile Secret und die von Elmex, aber dadurch, dass ich die ja so bekommen habe in irgendeiner Goodiebag, dachte ich mir, ich probiere die mal aus. Das ist die von Sensodyne Pro Schmelz Cool Mint und ich muss sagen, die benutze ich eigentlich relativ gerne.
Also die kostet auch im Geschäft, was ich gesehen habe, um die 6 Euro. Ist jetzt nicht ganz günstig. Und ja, ich bin echt zufrieden damit. Also ich würde sie nicht immer benutzen, weil sie wirklich sehr, sehr, sehr stark ist nach Minze. Aber so für zwischendurch zum Mischen, dann geht das schon. Dann habe ich noch ein Parfüm, eine Parfümprobe leer gemacht, und zwar die B. Blue Marine. Das war so eine ganz kleine Probe mit 1,5 Milliliter. Da habe ich mir nur diesen Karton hier aufgehoben, und das fand ich tatsächlich so gut, dass ich mir dieses Parfüm nachkaufen werde in der großen Version. Ich habe ja so, so, so viele Parfüms, deshalb muss es erstmal warten, aber ich hebe mir das auf jeden Fall auf und vermerke mir das, weil das hat so gut gerochen, so richtig Frühling, sommermäßig. Da haben wir einmal als Topnote die Pink Grapefruit und Birne, dann als Herznote Jasmin und Passiflora, keine Ahnung, was das ist. Dry Down, Cedarwood, Sandalwood, es riecht einfach so gut. Also dieses Blue Marine gibt es auch bei DM tatsächlich, kostet nur um die 30 Euro. Dann geht es weiter mit einem Trockenshampoo, was ich mir im Sale gekauft hatte. Und zwar von Colab, das Dry Plus Active Shampoo, was perfekt vor Gym und On the Go ist. Und ich muss sagen, ich finde das richtig gut. Ich hatte da auch gleich ein paar Stück davon gekauft, habe jetzt das erste Mal aufgebraucht. Und ich würde es mir halt für 5 Euro nicht kaufen. Ich hatte das aber für 2,45 ergattert. Und für den Preis würde ich es mir wieder kaufen. Also es ist definitiv nicht schlecht. Ich habe halt immer die von Balea und bin da auch sehr zufrieden damit. Deshalb erstmal nicht nachkaufen. Dann habe ich noch von Taft meinen All-Time-Favorite Haarspray leer gemacht. In der XL-Größe mit 300 Milliliter. Und zwar ist das der Extra Stark 3. Das ist dieser grüne. Und ja, den habe ich eigentlich immer. Also ich habe immer diesen gehabt, außer einmal so einen rosanen habe ich mir mal gekauft für die Glow, weil ich mir dachte, wenn ich zur Glow gehe, dann muss ich mir mit einem rosanen die Haare stylen. Der war dann aber auch, ja, keine Ahnung, ganz normal. Ich finde den halt am besten, der hält am besten und kann ich euch empfehlen. Dann geht es weiter mit einem Duschbad, was ich ungefähr dreimal leer gemacht habe, aber nur einmal aufgehoben habe. Und zwar von Savoderm, ist auch ein All-Time-Favorite von mir. Denn das ist pH-neutral, also pH 5, hautneutral, klinisch getestet. Es ist eine medizinische Hautpflege. Das bekommt man zum Beispiel bei Müller. Das ist für empfindliche Haut, ohne Seife, Farbstoffe, Mineralöle, ohne allergieverdächtige Duftstoffe. Genau. Und ja, das kann ich euch wirklich nur weiterempfehlen. Ich nehme ja auch immer diese von Fa oder von Balea oder von Yves Rocher mit Duft und so. Die finde ich auch richtig gut. Aber das ist wirklich so ein neutrales Duschgel, was man immer machen kann zu jeder Jahreszeit. Dann habe ich von Doppelherz die Hauthaare und Nägelkapseln leer gemacht. Und zwar sind das 30 Tabletten. Eine davon nehmt ihr immer täglich. Und es sind halt alle Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und so weiter drinnen. Zum Beispiel Kieselerde und Zink. Kieselerde, muss ich sagen, nehme ich schon. Also eine Freundin von mir damals im Gym mit 13 oder so, die hat sich immer Kieselerde, so Kapseln und solche Dinge gekauft. Und seitdem nehme ich das auch. Also Zink ist so wichtig für eine Frau, Mineralstoffe und so weiter, Magnesium. Und deshalb, die benutze ich eigentlich immer mal so zwischendurch. Dann habe ich ein Shampoo leer gemacht, und zwar von Garnier, das wahre Schätze mit Argan und Kameliaöl. So sieht es aus. Da habe ich jetzt, also das habe ich noch nicht ausgewaschen, da ist noch ein bisschen was drinnen, das werde ich, glaube ich, heute noch benutzen. Das ist mit Arganöl aus Marokko für trockenes Haar, und das fanden wir wirklich sehr, sehr gut, weil meine Schwester hat das auch mal benutzt und sie hat auch gesagt, also für trockenes Haar ist es wirklich perfekt. Dann, Leute, habe ich dazwischen noch Ovomaltine zweimal leer gemacht. Wer kennt das nicht von euch, Leute? Ich habe das nämlich, glaube ich, bei TikTok oder bei Insta gezeigt. Ist auch ohne Palmöl, nicht wie Nutella. Und voll viele kennen das nicht. Also das war für mich früher so ein Luxus, weil es ist relativ teuer auch. Es kostet so 4, 5 Euro. Dieser Kakao kostet 6 oder 7 Euro. Und den habe ich mir früher immer gegönnt, so als Luxus. Aber es schmeckt halt wirklich richtig gut. Es hat halt relativ viele Kalorien, ich will es jetzt gar nicht sagen, aber es sollen 11 Vitamine mit drin sein. Aber schaut euch das mal an, wenn ihr was zum Naschen braucht, könnt ihr das zum Beispiel kombinieren mit einem Joghurt, dann ist es nicht ganz so stark, aber man hat trotzdem einen tollen Geschmack, und das finde ich richtig gut. Dann habe ich noch zwei Parfums leer gemacht, und zwar einmal hier so einen, also eigentlich sind beides Parfum-Zwillinge, einmal
Das sind tatsächlich beide von Armani C. Leute, ich muss dazu sagen, Armani C ist einfach so mein Lieblingsparfum, definitiv unter den Top 3. Und deshalb habe ich auch so viele Parfum-Zwillinge dazu. Das ist einmal das La Riff in Woman. La Riff macht ja so viele Parfum-Zwillinge, die gibt es auch bei DM, bei Bieber, bei Müller und so weiter. Die kosten nur 5 Euro und es riecht einfach so gut. Wobei ich sagen muss, es hat immer so einen Unterton dabei, der nicht ganz danach riecht. Also es ist sehr gut, aber kein 100% Duftzwilling. Und dann habe ich von Parfüm inspiriert den Pretty Shy Leer gemacht. Das sieht so aus, da sind 33 ml drin. Kostet auch nur 5 Euro. Da habe ich einen 20% Code noch. Da verdiene ich jetzt nichts daran, aber den könnt ihr gerne nutzen. Und ich kann euch auch gerne das Video verlinken, denn da habe ich schon 2 Videos sogar dazu gemacht. Es war richtig beliebt bei euch, Leute. Der Code ist, glaube ich, LifeOfBenita20. Könnt ihr mal vorbeischauen, dann kriegt ihr das Parfum für 4 Euro. Und ja, da benutze ich ungefähr 1 oder 2 im Monat. Also 1 oder 2 im Monat mache ich davon leer. Dann habe ich noch von Weleda die 2-in-1 frischende Reinigung leer gemacht. 10 ml, die hatte ich in einem Adventskalender von Weleda, in so einem DIY-Adventskalender. Da brauche ich jetzt ein paar Proben von denen auf. Fand ich ganz gut. Muss aber sagen, in der Originalgröße, vom Preis her, weiß ich nicht, ob ich es mir jetzt nachkaufen würde. Dann habe ich neu, ganz neu, das habe ich euch noch nicht mal in einem Haul gezeigt, einen Schmuckständer und ich finde den so hammergeil. Wenn ihr wollt, kann ich euch den mal zeigen, beziehungsweise meinen ganzen Schmuckständer mit meinem ganzen Schmuck, sozusagen Schmucksammlung-Video. Also so sieht der aus. Wenn ihr wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, denn dann werde ich das auf jeden Fall abdrehen für euch und auch verlinken. Dann habe ich von der Sylter Schokoladenmanufaktur eine Schokolade aufgegessen und zwar Marshmallows Vollmilchschokolade. Und Leute, es gibt dort halt einfach alle möglichen Schokoladen von A bis Z. Das ist jetzt hier die Marshmallow. Ich habe dann auch noch eine weiße Schokolade mitgenommen und ja, die war richtig gut. Dann habe ich noch eine Bettwäsche und ich dachte mir, wo soll ich euch die zeigen, als in einem aufgebraucht. Ist zwar nicht aufgebraucht, weil ich werde die sicher noch länger benutzen, aber ich kann sie euch nur empfehlen. Die ist nämlich von Otto. Da bestelle ich nicht so oft, aber tatsächlich habe ich dann extra wegen der Bettwäsche dort bestellt. Das ist eine 1,40x200 und 70x90 und die sieht einfach so gut aus, Leute. Das ist so genau mein Stil mit diesem, ja, so ein bisschen Boho-Look oder keine Ahnung. Einfach richtig schön, die Farben sind so richtige Erdtöne. Gefällt mir ganz gut und kann ich euch nur empfehlen. Dann kommen wir jetzt noch zu Kerzen. Und zwar habe ich da einmal von Action Body, glaube ich, die Airwick Life Scent winterlicher Zimtraum. Und die riecht so gut. Schaut mal, und da habt ihr sogar so einen Verschluss dabei. Und ihr wisst ja, inzwischen, ich habe ja hier meine ganzen aufgebrauchten Kerzen stehen. Das sind schon richtig viele, Leute. Da sind auch noch 2 von Ikea dabei. Und da bleibt ja immer so ein Rest drinnen. Und ich werde dann demnächst mal ein Video dazu drehen oder das einfach mal ausprobieren, dass ich alles zusammenkratze, einen neuen Docht kaufe und dann eine ganz große Kerze daraus mache. Ja, genau. Also die kann ich euch nur empfehlen. Die kostet bei Action auch nur 3 Euro statt 6 Euro. Dann habe ich noch eine, die Tropical Coco, und ich weiß gar nicht mehr, woher ich die hatte. Das ist von Eva Kerzen. Keine Ahnung. Aber die riecht super gut. Und das ist wirklich so ein typischer, klassischer Kokosnussgeruch. Nur ich finde, die ist relativ klein und relativ schlecht abgebrannt. Und dann haben wir noch 2-mal die Sinlig. Das ist die, die 40 Stunden brennt, also schon ein bisschen größer. So sieht die aus. Und das ist jetzt die mit Apfelduft. Und ja, die kommt auch, also da kommt auch ein bisschen was in meine selbstgemachte Kerze mit rein. Ich habe ja auch die Sinlig von, also diese weiße hier, die hat auch so einen leichten, guten Kokosnussgeduft und die kosten auch nur so 3 Euro ungefähr. Und zu guter Letzt haben wir dann auch noch von DM Bio ein cooles Produkt. Das habe ich euch auch schon mal gezeigt, glaube ich, vor einigen Monaten. Und zwar den Rhabarbertrunk mit Direktsaft. Das ist nämlich ein Bio-Saft. Und der kommt in der Glasflasche, der ist auch vegan und den finde ich so, so, so lecker. Und Rhabarbersaft haben wir eigentlich nicht so viel Auswahl, also beim Spar gibt es da schon sowas, aber ja, oder direkt beim Bauern. Aber ich finde den halt richtig gut, kostet 2,90 Euro, glaube ich. So, und das war es jetzt auch schon wieder mit dem Video. Leute, falls ihr euch gefragt habt, was ich für Spangen heute drinnen habe, das ist ein bisschen kompliziert,
mit diesen Spangen, weil das sind nämlich diese von Invisibobble. Die heißen The Traceless Hair Clip Waver. Und die sehen so aus. Und ich muss euch das schnell zeigen, weil der Verschluss ist halt so lustig. Das ist dieses Teil. Und der Verschluss geht dann so. Und dann müsst ihr das rumklippen. Und irgendwie habe ich das noch nicht so ganz drauf. Ich hatte das im Adventskalender. Aber ja, dachte mir, mal ein bisschen zurückspangern die Haare hier. So, und das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt einen tollen Ostersonntag mit eurer Familie. Würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video schon wiedersehen. Und Leute, 70% der Leute, die meine Videos schauen, haben mich nicht abonniert. Also es würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst und einen Daumen nach oben. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, welche Produkte haben euch am besten gefallen. Welche Produkte würdet ihr euch nachkaufen? Also, welche Produkte würdet ihr mir nachkaufen? So. Und kennt ihr die Masken von Action schon? Das würde mich in diesem Video mal interessieren. Schreibt es mir gerne. Und dann verabschiede ich mich schon wieder und sage Tschüss!